Hi Oktay, grüß dich. Hallo, schönen Abend. Hörst du mich Ich höre gut? dich super, schön, dass du da bist. Cool, dass Ja, es kurzfristig vielen geklappt hat. Dank Ja, für die gerne, Einladung. dass das kurzfristig geklappt hat. Nur für meinen Kontext noch so ein bisschen, du bist auch bei Didif unterwegs? Cool. Genau, Didif, nicht Diddle und nicht Diddlemaus oder Hast sowas. du Das geguckt am Anfang, als wir das. genau, Genau, ja. Didif. Auch praktisch die ganze Show mehr oder weniger mitverfolgt, habe zwischendurch noch ein paar andere Sachen gemacht, also war sehr interessant, auch die Diskussion und so weiter. Habe auch gerade ein technisches Problem, deswegen bin ich mit dem Handy online und nicht mit dem Laptop, deswegen sieht man mich wahrscheinlich so ein bisschen abgehakt. Kein Aber Problem, kein kein Problem. Problem, denke ich mal, ne? Du bist aus einem bestimmten Grund hier. Warum? Genau, also wir haben ja alle mitbekommen, es gab ein Erdbeben in der Türkei, jetzt am 6. Februar mit mehreren zigtausenden Toten, und es ist immer noch nicht vorbei. Das heißt, man bergt weiterhin noch lediglich die Leichen aus den Trümmern. Schätzungsweise bis zu 80.000 bis 100.000 Menschen werden wahrscheinlich sterben, oder die Leichen werden wahrscheinlich noch gefunden werden. Und das ist natürlich eine Naturkatastrophe, die kann man nicht von Anfang an beeinflussen. Aber die politischen Folgen, die dazu geführt haben, oder Entscheidungen, die dazu geführt haben, dass die Zahl der Toten und Verletzten so hoch ist, das ist natürlich etwas, was man durchaus diskutieren kann und sollte. Und natürlich dann auch gucken sollte, wie man den Menschen dort in der Türkei auch helfen kann. Und das ist der Grund, warum ich eure Plattform nutzen möchte, um nochmal einen Appell zu starten für eine Spendenkampagne, aber auch kurz vielleicht mal so ein bisschen Hintergrundinformationen zu tauschen. Wie kam es zu dem Erdbeben oder wie kam es überhaupt dazu, dass so viele Menschen sterben mussten? Ich würde kurz mal die Spendenkampagne einblenden, dass wir das Bild sehen hier. Kannst du es sehen? Ich sehe das, ja, genau Okay. das Ding. Also wir teilen den Schmerz mit den Betroffenen des Erdbebens. Es ist ein QR-Code, über den man spenden kann. Jetzt genau, fangen wir mal an. Warum nicht über normale, wie soll ich sagen, öffentliche Wege spenden? Nun, natürlich kann man das auch machen, ne? Direkt mit dem Erdbeben kamen auch die Spendenaufrufe von verschiedenen Organisationen, vom Roten Kreuz in Deutschland oder von Deutschland Hilft und so weiter, aber auch in der Türkei direkt vom türkischen Halbmond und anderen Einrichtungen. Sogar die Katastrophenschutzbehörde, die ja Mittel zur Verfügung hat aufgerufen zu spenden und so weiter, weil das wirklich enorme Kosten sind, die auch mit dem Erdbeben verursacht sind und auch enorme Kosten, die für den Schutz der Menschen, für Material, für Hygiene, für Lebensmittel und so weiter ausgegeben werden müssen. Man sieht nur oft bei Spenden, dass die irgendwo versicken, in der Verwaltung oder auch in der Bürokratie teilweise für Transport oder ähnliches draufgehen. Das heißt, dementsprechend ist es aber trotzdem auch notwendig, dass man auch solche Organisationen unterstützt. Aber was wir jetzt in der Türkei besonders gesehen haben, ist, dass Gelder, die eigentlich aus Staatskassen zur Verfügung stehen, nicht so eingesetzt werden oder sinnvoll eingesetzt werden oder objektiv eingesetzt werden, dass jeder Mensch davon profitieren kann. Wir haben gesehen, dass teilweise Stadtteile oder Orte oder Dörfer gar nicht erst besucht wurden oder erst nach Wochen, und man muss ja wirklich nach Wochen sagen, weil das nach 10, 12, 14 Tagen erst teilweise Dörfer erreicht wurden. Wir haben gesehen, dass akute Nothilfe gar nicht geleistet wurde, dass der türkische Halbmond nicht vor Ort war, das Geräte und so weiter fehlen und so weiter. Dementsprechend ist es natürlich dann wichtig, dass dann auch sowas unterstützt wird. Aber unsere Initiative ist etwas anders. Wir versuchen, lokale Organisationen, lokale Strukturen direkt vor Ort zu unterstützen. Das heißt, es haben sich direkt viele Initiativen gebildet in den Städten, in den Kommunen oder in den Dörfern, die dann versuchen, sich selbst zu verwalten, weil eben die staatliche Hilfe total versagt hat. Die staatliche Hilfe kam nicht, also muss man sich selber helfen. Es wurden Räume und ja, Einrichtungen gebaut, Zeltstädte oder Lager gebaut, wo Menschen unterkommen konnten, wo man Kleider gesammelt hat, Nahrung gesammelt hat oder auch Suppen gekocht hat, damit die Leute auch was Warmes zu essen und zu trinken haben. Man muss ja berücksichtigen, das war ein Erdbeben mitten in der Nacht um 4:17 Uhr, in der Nacht, als alle geschlafen haben. Das heißt, die Leute liefen teilweise mit Unterwäsche oder nur mit Schlafanzug oder barfuß auf die Straßen, um sich vor den einstürzenden Häusern zu retten und wurden dann halt im Stich gelassen, weil niemand da war, der ihnen direkt Hilfe geben konnte.
Und diejenigen, die dann halt sich organisiert haben, Gewerkschaften, Parteien, demokratische Kräfte, die haben dann versucht, Städte zu bauen oder Zeltstädte zu bauen und den Menschen irgendwie Unterschlupf und Wärme und was zu essen zu geben. Und das sind die Initiativen, die wir versuchen, direkt vor Ort zu unterstützen. Wir haben gerade zurzeit auch eine Delegation dort von einem Genossen und zwei Genossinnen, die die ersten Spendengelder, die eingesammelt wurden, dann auch da überbracht haben. Es gibt auch einige Videos, die werden wir jetzt demnächst auf unserer Homepage didif.de auch veröffentlichen, didif.de veröffentlichen. Kann man vielleicht auch später in den Chat schreiben oder so, sodass man dementsprechend sich auch angucken kann, wo die Gelder ankamen und wohin die gingen und so weiter. Wichtig ist, dass natürlich die Kosten, die wir haben für Flug und so weiter, die werden natürlich nicht von diesen Spendengeldern bezahlt. Das heißt, das Geld, was man spendet, geht direkt dahin. Und die wird direkt vor Ort dann investiert für die Leute, die dann das nötig haben. Ist ein, wie soll ich sagen, ist ein hässliches Thema. Wir haben das ja auch mit viel Anteilnahme mitgenommen. Auch hier es klingt jetzt ein bisschen nach Klischee, aber wir haben längere Gespräche mit dem Späti-Chef unseres Vertrauens gehabt, der sich furchtbar darüber aufgeregt hat, gesagt hat, dass die von ihrer eigenen Regierung komplett im Stich gelassen wurden. Er weiß, dass meine Partnerin Griechin ist. Hat sie dann gesagt, weißt du, wer uns als erstes geholfen hat? Weißt du es? Es waren die Kurden und die Griechen. Ja? Also fand ich sehr süß. Finde ich, ja, es ist krass auch, dass dieses Politikum Also dahinter so offenbar wird. vielleicht, weil das ja euer Thema auch heute mit Nationalismus war, ne? Das einzig Positive, was man aus diesem Erdbeben vielleicht mitnehmen kann, ist eben dieser Internationalismus. Die ersten, die wirklich zu Hilfe kamen, sind die Griechen und die Armenier und die Israelis gewesen, die sofort Beistand sozusagen gegeben haben. Und das ist das Besondere. Erdogan, der normalerweise eine Null-Toleranz-Politik gegenüber seinen Feinden, also den Juden, den Armeniern, den Griechen sozusagen immer fährt, der hat die Hilfe annehmen müssen von denen, die dann direkt die Hand ausgestreckt haben und gesagt haben, wir helfen euch, direkt mit Teams dahin geflogen sind, direkt Hilfe zugesagt haben und versucht haben, Menschen aus den Trümmern zu helfen und zu retten. Und das ist der Aspekt, der wahrscheinlich tatsächlich der einzig positive Aspekt dieses Erdbebens ist. Wenn man jetzt natürlich dann noch hofft, dass das Volk gesehen hat, wie unfähig diese Erdogan-Regierung ist und ihm natürlich auch bei der nächsten Wahl hoffentlich die Quittung gibt und ihn dann zum Teufel jagt, wenn man das so formulieren darf. Das natürlich dann, das wäre dann die zweite positive Entwicklung, die wir natürlich hoffen. Aber der Internationalismus, dieser Zusammenhalt, die Spendenbereitschaft, sowohl finanziell als auch aus Deutschland, aus Europa, von überall, auch aus Schweden. Und es gibt ja gerade halt NATO-Konflikte zwischen Schweden und der Türkei zum Beispiel oder so. Das heißt, auch dort gingen dann die Hilfen sofort rüber. Und das ist das, was schön und ja, die Menschlichkeit sozusagen wieder zusammen oder die Menschheit wieder so ein bisschen zusammengebracht hat, mal abgesehen von nationalen Grenzen und rassistischen und sonstigen Vorurteilen gegeneinander oder gegenüber sich selber. Fürchte nur, dass das nicht so lange Bestand haben wird, oder? Was sagst du? Ja Also gut, bin vielleicht ein bisschen zu grummelig gerade, was solche Themen angeht. ja, es gibt natürlich nationalistische und rassistische Kräfte in der Türkei, die natürlich auch schüren. Das heißt, es gibt die AKP-nahen Parteien und Organisationen oder auch unabhängige Parteien wie die Zafer-Partisi, die Siegespartei, die ultranationalistisch ist und Videos veröffentlicht hat von irgendwelchen plündernden Syrern und die zur Zielscheibe erklärt hat, sodass dann dementsprechend die Bevölkerung, die dann im Stich gelassen wurde von der Regierung, irgendwie versucht hat zu kanalisieren. Das heißt, das sind die Feinde. Wobei es waren sowohl Syrer als auch Kurden, als auch Türken, als auch, ne, jeder Mensch, Armenier, jeder Mensch, der dort lebt, ist unter den Häusern stecken geblieben, weil die wie Kartenhäuser zusammengebrochen sind, weil eben die so hätten niemals in einem Erdbebengebiet gebaut werden dürfen. Und das waren dann politische Entscheidungen, die gefällt wurden, die dazu geführt haben, dass die Totenzahl so hoch ist, weil eben, obwohl Gesetze vorschreiben, wie Baumaßnahmen sein sollen, obwohl es Behörden gibt, die
Aufsicht, Bauaufsicht haben, haben sich entweder bestechen lassen oder das sind eben halt die großen Kapitalgesellschaften, Monopole, die die AKP finanzieren und von der AKP wiederum die staatlichen Zuschüsse bekommen und sozusagen beidseitig eine Win-Win-Situation haben. Und genau das ist eben der politische Skandal hinter der ganzen Sache. Das heißt, man hätte wenn man sich die Bilder anguckt, da sind teilweise Häuser, die sind ganz stabil und direkt daneben sind Häuser zusammengebrochen, als wäre das wirklich so ein Kartenhaus, nichts anderes. Und so kann man in einem Erdbebengebiet nicht bauen. Und so hätte man schon vor 60 Jahren oder auch vor 20 Jahren bei dem großen oder 1999 bei dem großen Erdbeben in der Nähe von Istanbul in Izmit, wo dann auch ungefähr 30.000 Leute gestorben oder Menschen gestorben sind, hat man ja schon damals eine Erdbebensteuer eingeführt, mit der man dann eben halt bauen wollte, indem man stabile Strukturen und Infrastrukturen aufbauen wollte. Aber das Geld ist nicht in die Häuser geflossen, das Geld ist in große Bauprojekte von Erdogan und seiner AKP geflossen. Und diese großen Bauprojekte, mit denen er geworben hat, die sind in Hatay an der syrischen Grenze, eines der 10 Städte, die betroffen waren von einem Erdbeben, ja zusammengebrochen. Er hat dort ein Krankenhaus gebaut, mit dem er geworben hat. Wir haben ein Krankenhaus. Er hat dort einen Flughafen gebaut, hat gesagt, hier, ich habe einen Flughafen nach Hatay gebracht und eine zweispurige Autobahn, sein Prestigeobjekt. Und wir sind alle drei futsch. Das heißt, es wurde an Qualität gespart, es wurde an Material gespart, es wurde einfach nur, wurden Steuergelder einfach nur den großen Bauunternehmen in die Hälse gesteckt und da haben wir den Salat, muss man jetzt sagen. Das heißt, entsprechend, also leider hat sich gezeigt, wie stabil diese Firmen dann gebaut haben. Auch wenn jetzt ein paar Bauunternehmer verhaftet wurden oder noch verhaftet werden, die man als Schuldige entlarvt hat oder so. Es ist das System, das krank und kaputt ist. Das System, das nicht nur von Erdogan, sondern auch von den Regierungsparteien der letzten Jahre und Jahrzehnte systematisch verfolgt wurde. Das heißt, man hat sich selber die Taschen vollgestopft, man hat die eigenen Partner vollgemacht und Unterstützer vollgemacht mit Geld, mit Steuergeldern, aber nicht dahin investiert, wo man hätte investieren müssen, nämlich in stabile Häuser, in vernünftige Infrastruktur und in Erziehung und Ausbildung von Helfern, denn die haben auch gefehlt. Es sind weder ausgebildete Kräfte, vernünftig ausgebildete Kräfte, noch irgendwie anders. Es gibt kein Material, es gibt keine Werkzeuge, um diese ganzen Trümmer wegzubaggern sozusagen oder abzubauen und eventuell noch Menschenleben zu retten. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr stark gesunken, dass man noch lebende Leute bergen kann, obwohl es immer wieder vorkommt. Aber die Erdogan-Regierung hat ja auch sehr früh schon angefangen, mit Baggern in die Trümmer reinzugehen. Und deswegen haben sich auch die internationalen Helfer teilweise zurückgezogen. Die Spanier zum Beispiel, die sich dann zurückgezogen haben in einem Video, wo sie erklärt haben, wenn man mit so einem Gerät jetzt die Trümmer wegbaggert, dann riskiert man, dass die wenigen Überleben, die dann noch darunter sind, auch sterben. Da können wir nicht mitmachen und haben sich deswegen zurückgezogen, genauso auch wie andere. Ja. Das heißt, das war dann schon ziemlich am Anfang, weil Erdogan wieder seine Stabilität aufbauen wollte. Wir müssen ja noch vielleicht hier kurz anmerken, wir haben gerade Wahlkampf in der Türkei. Das heißt, es sind Präsidentschaftswahlen. Vielleicht werden sie verschoben, das wissen wir jetzt nicht, weil schon die ersten Diskussionen sind, ob man in so einer Situation noch Wahlen durchführen sollte. Aber laut türkischer Verfassung darf nur der Kriegszustand sein, um Wahlen zu verschieben, sonst nichts. Da wird man jetzt gucken, ob man die Wahlen verschiebt oder nicht verschiebt, was jetzt der AKP am besten nützt. Aber er versucht dann natürlich dann so schnell wie möglich eine Normalität wieder aufzubauen und sich als den starken Retter zu zeigen. Und die Erklärungen der AKP-Regierung sind mal wieder die gleichen. Es war Gott gewollt und Schicksal, und Schicksal kann man nicht verändern. Aber es war nicht Schicksal, es war Mord, weil politische Entscheidungen gefällt wurden, die dafür gesorgt haben, dass die Häuser nicht stabil gebaut wurden und die Menschen nicht geschützt werden konnten. Okay, cool. Alright, gut. Das heißt also, ihr macht dann diese Spendenkampagne, macht ihr auch noch Infoveranstaltungen dazu oder sowas?
Ja, in vielen Städten haben wir schon Veranstaltungen dazu gehabt, Treffen gehabt, so Solidaritätsfrühstücks und so weiter, solche Sachen. In den DITIB-Vereinen geht auf die DITIB-Seite und oder vielleicht kennen die Zuschauerinnen und Zuschauer ja viele DITIBler, kann ja sein, sollen die einfach mal fragen, wann die nächste Veranstaltung vor Ort ist. Wir werden das Thema politisch und auch diskussionstechnisch und inhaltlich natürlich weiterverfolgen, aber auf der anderen Seite wird natürlich der Wiederaufbau jetzt auch in der Türkei gestartet. Das heißt, die Leute wollen ihre Häuser zurück oder wollen überhaupt so ein bisschen Unterschlupf haben und so weiter. Und das heißt, von daher würden wir uns natürlich freuen, jeder Cent hilft und kommt dort an, wo er dann halt demokratischen Kräften eine Hilfe gibt, dort was aufzubauen und den Menschen so zu helfen, wie sie von der Regierung die Hilfe nicht bekommt. Sehr gut. Wir packen die Links zu DITIB und zur Spendenkampagne auch nochmal in die Infobox unten. Und wie gesagt, wir machen daraus ein eigenes Segment und launchen das noch die Woche. Cool. Ich bedanke mich dafür, dass du da warst. Schön, dass wir so schnell reagieren konnten auf das Thema. Magst du noch was sagen? Hallo, hallo Oktay. Ne, ich will bloß Hallo sagen. Danke, dass du hier warst und das so ausführlich erklärt hast. Das war sehr interessant. Dankeschön. Ich danke euch sehr für die sowohl unterhaltsame Show als auch für die Möglichkeit, hier mit euch zu sprechen und zu euren Zuschauern. Gerne immer wieder, ja? Gerne. Gerne. Vielen Dank auf jeden Fall. Ja? Wir bleiben eh in Kontakt. Wir haben ja auch mit DITIB hier in Berlin immer mal wieder begegnet man sich auf Veranstaltungen und sowas. Freundschaftliches Verhältnis. Also haltet uns auch gerne auf dem Laufenden, wenn es was Neues gibt oder sowas. Genau. Machen. Wenn ihr irgendwann mal was verlauten wollt oder so, sagt einfach Bescheid. Wir kriegen das schon hin. Okay? Cool. Machen wir. Klar. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und ja, gutes Gelingen. Schönen Abend euch auch. Tschüss. Danke. Ciao, ciao. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe. Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen. Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch. Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de. Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.